Der Spitzhacke könntest du so krass irgendwie so eine Monsterfalle ausheben. Das wäre der Hammer. Das müssen wir eigentlich bei uns nachher machen. Wir sind mit unserem Haus da noch gar nicht fertig, du Schnuckelchen. Ja, egal. XP-Farmer können wir jetzt bauen. Leute, ich habe gerade Wasser angebuddelt. Oh, nicht cool. Hast du das Wasser aufgenommen? Boah, Sepp, ich muss jetzt gleich auf jeden Fall mal nach Hause. Ich habe jetzt relativ viel gesammelt, aber ich habe nichts mehr zu fressen. Sehr gut. Ich kann dir Fressen geben. Sehr gut. Ja. Adi? Ja, wo bist du denn? Adi? Hinter dir. Ah, da. Warum bist du so kack jetzt? Ja. War mal fett. Ja, das sollte ja mal reichen. Ja, aber du Spaß, ich habe so viel Stuff in der Truhe, das geht gar nicht klar. Alter, ist voll die üble Höhle und da ist voll viel Sandstone drüber. Was haben wir denn hier noch Schönes? LOL! Nur für euch zur Info, vorne darf man jetzt bei uns nicht mehr rein. Bram hat hier eine geile Falle gebaut. Aus meinem Stack Goldbarren Goldnuggets gemacht. Voll. Neu. Jetzt habe ich schon nicht. Nicht so mega klug. Und ja. Deswegen haben wir einen Ausgang hinten, oder habe ich einen Ausgang hinten gebaut. So. Das ist immer witzig, wenn man nicht reden darf mit den anderen, wenn man so ein bisschen sich Sachen ausdenkt. Finde ich voll geil. Wenn du Maschinen baust, dann brauchst du das ja auch nicht wirklich. Ja. Dann hier noch farmen. Ja, ja. Alter, jetzt kommt der ganze Scheiß Sand hier runter, oder was? Aber ein Scherz. Na, bitte gib noch 2-3 Minuten, dann können wir loslaufen, ein bisschen farmen gehen. Gib mir noch 2-3 Minuten. Oh, ja, ist doch schön. Ich kann die aber, glaube ich, wieder zusammenbauen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Aus Nuggets, meinst du? Ja, kannst du. Wieder zusammenbauen. So, also ich bin jetzt bei 4,5 Stacks. Wie sieht's bei dir aus? Ich farm grad Eisen. Gesundheit, Hardy! Boah, leck mir am Arsch, danke. Damit der tiefe Loch ist, ey. Warum ist der auf einmal so ein mega krasses Loch? Lol. Als hätte ich die Spitzhacke fast in so einen Graben geworfen. Lol. Du hast hier voll die Höhle gefunden. Ja, und die kann man voll gut Sandstone eigentlich abbauen. Man wow, hier geht aber Sandstone richtig krass ab. Ja, du musst einfach nur die Decke quasi wegbauen. Okay, für euch zur Info, Hardy hatte gerade, Bram hatte gerade die Idee. Scheiß fallen lassen, da, falls der Sand runterkommt. Bei Hardy und Sepp so eine Falle, die wir jetzt auch bei uns platziert haben, bei denen in den Eingangsbereich zu platzieren, während wir unsichtbar sind. Die hören mich übrigens gerade. Ist da alles runtergekommen? Oh ja. Nice, die ganze Decke ist runtergekommen. Au! Oh lala, Hardy. Hardy. Adi. Adi. Ardi. Ardi. Le petit Ardi. Nun müssen wir auf der anderen Seite immer schnell sein, weil Jay arbeitet halt gerade auch daran, Mist zu bauen. Deswegen, wir hoffen, er läuft in unsere Falle. Boah, Sepp, ey, wir zerfleddern hier die komplette Wüste ohne Spaß. Einzel? Naja, sicher. Geil, ey. Ja, ja. So, wie sieht's denn draußen aus? Immer noch Nacht? Jawohl, ja, ja. Das hat gehört. Unser Weizenfeld. Wo kommt der denn her? Der Wunderschönheit. Unser Brammen. Also mein Inventar ist auch vor allen Dingen gleich voll. Also ich müsste irgendwann mal raus hier. Ich weiß auch noch nicht so richtig, wie ich das machen soll. Ah, Spinne! Komm her, Pussy. Komm! Aua! Ja! Ja, genau, Hardy. So komme ich auch. Creeper. Boah, ich verpiss mich jetzt. Der tut mir furchtbar leid. Ich muss hier raus. Spinnen! Oh. Sag nicht, die sind alle in unserer Bude drin hier. Nee. Die sind aber alle an dem Ausgang, wo wir reingeklettert sind. Ja, dann gehe ich hier vorne raus durch unser Riesenloch. Wo wahrscheinlich jetzt alle Viecher reingefallen sind. LOL. Bram war klug. Ja, Moment. Und die sind. So, jetzt erstmal die ganze Scheiße in die Kiste rein. Okay. Die sind. Ne? Ja. Ja. Okay. Ich sag's doch, Bram war klug. Was sind die? Die sind scheiße sortiert gewesen. Das kommt davon, wenn Sand und Sandstone und so ein Bullshit immer gleich aussieht, ey. Ich plante mal hier neue
So, Sepp, alles Dinger. Klar. Ich hab jetzt 4,5 Stacks Smooth Sandstone. Das sollte uns erstmal weiterbringen wieder. Muss halt. Das ist echt so eine krasse. Leute, wieso fehlt mir hier eine Tür? Was ist das für eine Scheiße? Kann aber nicht wahr sein. Wo ist denn das Holz? Oh, hab ich das Holz auch noch weggelegt? Ja, war geil, ey. Okay. Eigentlich eine gute Idee im Moment. Geile Sau. So sieht's aus. Du geile Schnitte. Was ist das denn hier für eine... Boah, Alter, wo ist das ganze Holz hin? Ohne Witz, ich brauch Holz. Das liegt in der Truhe. Ja, da liegt das ja gut. Hab ich mir auch so gedacht. Ja, ne? Sicher vor HD. Wo ist das denn? Alter, ist ja alles durcheinander. Ich bin einfach mal alles so in der Truhe. Da ist das Holz. Geil. Das mit. Ah! Alter. Immer diese Truhen, die erschrecken mich auch immer so. Nee, aber da steht so ein grünes Viech, was mich durch die Tür, durch den Türspalt voll anguckt. Hammer krass. Wenn ich die Tür aufmache, pustet sich das Teil in die Luft. Dann weiß ich ganz genau, scheiße, was nicht. Alter. Nein, Mann! Ach, Menno. Vorhin ist mein Schwert fast im Arsch. Feigling. Lohnt sich ein Diamantschwert? Nee, eigentlich nicht. Mir fällt gerade auf, wie schwierig das zu machen ist. So, Creeper. Auf zum letzten. Wenn man den anderen nicht sieht. Fuck. Scheiße, der ist hier drin! Der ist hier drin! Der ist hier drin! Ali, wenn jetzt unsere Truhe hoch. Oh Gott, ich hab ihn platt gemacht. Leck mich am Arsch, das war knapp. Alter Schwede, der stand schon neben den Truhen, ey. Oh. Also das. Ohne Scheiß. Dann geht fast alles kaputt, oder? Ja, ungefähr alles. Alles nicht so schlimm. Hadi kann mit seiner Mega-Pickaxe alles wieder schnell farmen. Die er da gerade reingepackt hat wahrscheinlich. Nee, die habe ich immer safe bei mir. Immer safe dabei. Ja. Ich bin der Schisser. Die ganze Truhe ist ja voller Holz, ey. Wieso hab ich das denn geholt, ey? Meine Fresse, was geht mir ab? Hab ich doch gesagt, Mama. Also wer auch immer hier drin war, derjenige, der hier Creeper hat explodieren lassen, der Bruder hat das dann mit Stein geflickt anstatt mit Holz. Das ist ja immer natürlich super geil. Kann ich eigentlich auch Holz damit? Alter, okay, das funktioniert mit der Pickaxe jetzt nicht wirklich. Das funktioniert nicht wirklich. Wer kreucht und fleucht denn hier rum? Nicht Johnny, der ist die ganze Zeit schon so still. Nee, ich mach gerade mein Brewing Stunt fertig, da bin ich, bin's nicht. Peter ist genauso ruhig. Das stimmt. Peter ist genauso ruhig. Peter ist ruhig. Muss ich mich auch nicht beschuldigen lassen, ja. Nee, da hast du recht. Nicht, ey. Ja, musst du dich nicht entschuldigen lassen. Spack, Fickt euch! Was denn? Ja, Peter, ganz ehrlich hier. Gleich ein paar aufs Mützchen. So, jetzt muss ich hier irgendwie hoch. Wo steht denn? Ein bisschen hier in der Ecke. Eins, zwei, komm, wir schubsen Peter einfach ins Feuer. So. Ja. Ali, was macht denn der Zombie hier mitten in unserer Bude mit einem Stück? Kann ich dich nicht sagen, Schätzelein. Wieso hat der einen Kaktus in der Hand? Weiß ich nicht. Ich dachte, der Boden sollte aus Holz werden. Ja, jetzt mach mal nicht so einen Stress, Kollege. Wo bist du überhaupt? Ja, ich bin hier oben. Ich mach das letzte Dach fertig. Das muss ja irgendwann mal. Das kann auch nicht mehr die ganze Zeit in so eine Bude reinrechnen hier. Hier, Dach? Junge. Ah, die sehen die komischen Pilze hier fertig aus. Weiß ich nicht, probiert doch aus. Du alter Vater, wo bist du? Alter, ich bin ganz oben, du Mongo. Mongo. Ach, da. Ja, ich mach das Dach jetzt hier für dich.